Aethon Cluster, Exodus Cluster. Wir fahren erstmal zur Cerberus Jägerbasis. Warum? Weil wir es können. Und bang! Noveria. Ich glaube, das Ding hier war ja noch Reaper-frei. So, Anflug, Umlaufbahn. Landen. Ach, ich habe vergessen, das vorzulesen. Entschuldigung. Kann man das noch zurück? Nee. Mit welchem Team war ich denn jetzt? Wir nehmen nochmal James und Liara. So ein schönes Team. Draufgänger. So, wir hatten die. Die Martok 5, die Viper 5. Wenn wir jetzt hingehen, was haben wir hier? Katana. Claymore 5. Verdammt! Haben wir hier auch noch? Ich zähle eigentlich so ein bisschen auf meine Kräfte. Das ist gerade so ein bisschen. Oh, shit. Predator 5. Das könnte ich sogar noch mitnehmen. So, dann ballern wir da noch. Erhöht Nahkampfschaden? Nein, 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 nein. Durchschlagsmod ist zwar immer schön, aber erhöht den Schaden. Wir nehmen Schaden. Schaden ist immer solide. Ich denke, so kann man das machen. Bestätigen. So. Jetzt haben wir schon durch sowas hier auf jeden Fall mehr Tragekapazität. Warte. Hatten alle jetzt Mods? Ja. So, mein Freund. Du kriegst nicht die Festen, sondern die... Die Martok, die Argus, die Walküre. Du kriegst hier die Walküre. Ich denke, das sollte für dich ganz geil sein. So, dazu kommt auf die Martok extra Munitionsdepot. Extra Damage, my friend. So, die Katana wirst du weglegen. Dafür kriegst du die Claymore reingeknallt. Die habe ich schön aufgebessert. So nützt du mir mehr. Lichtkugeln durch Durchdringungsmod ist auf jeden Fall bei einer Pumpe, denke ich mir mal, essentiell. Bajonett und Damage. Geht das? Die hat 100% Schaden. Wie krass wird das denn? Nein, nein, och Mann. Die nimmst du jetzt, my friend. So. Was haben wir hier? Du kriegst auch die Tempest. Wird Zeit, dass meine Kollegen hier ein Upgrade kriegen. Ein Upgrade, das sich gewaschen hat. So. Zack. Warte mal, haben wir vielleicht noch ein Durchschlagsding? Kühlkörper? Zielfernrohr. Ja, gut, bei der... Vielleicht bringt das ja was. Bei NPCs. Bei mir bringt das nicht wirklich viel, wenn ich ehrlich bin. M3 Predator. Oder die Scorpion. Ich teste mal an ihr die Scorpion. Ich weiß nicht, was die bringt. Aber vielleicht kann sie ja ganz lustig sein. Nahkampfschaden? Nee, Nahkampfschaden will ich nicht. Durchschlagsmod... Pistolenmagazin-Mod. Mehr Damage. Und guten Ziel. Probieren wir das Ganze mal so. Dann testen wir quasi an denen auch unsere Waffen. So, wir haben 12 Punkte für uns. Tech-Panzerung will ich auf jeden Fall. Die ist so geil. Verringert Kraftgeschwindigkeitsabzug. 30%. Erhöht Schadensschutz um zusätzliche 10%. Wir nehmen das. So habe ich die Möglichkeit. So. Soll ich panzerbrechend? Wow, brauche ich jetzt nicht. Wir nehmen eins hiervon. Schaden um 20% erhöht. Nein!
Sektor einen strategischen Vorteil. Wegen der Jägerstaffelanlage, die sie angreifen werden. Wir wollen sie einnehmen, aber ihre Luftabwehr ist zu stark für einen Frontalangriff. Der Preis dafür wäre zu hoch. Wie soll ich also vorgehen? Durch die Hintertür rein, die Verteidigung deaktivieren, dann schicken wir Truppen. Viel Glück, Commander. Ich habe Sichtkontakt. Über dem Hauptlandeplatz ist eine kleine Plattform. Ich kann sie absetzen, aber es muss jetzt sein. Ziehen wir es durch. So eine Kacke. Statt auf zurück komme ich auf beenden. Egal. Ich war ja schon fast mit mir fertig. Commander, Sie müssen zum Kontrollzentrum, um die Verteidigung zu deaktivieren. Oh. Nach dem Kontrollzentrum Ausschau halten. Sie haben uns gesehen. Das ist dann nicht sehr schwer zu erraten, dass sie uns gesehen haben. Das war ja wunderbar. So. So will ich das sehen. Hallöchen. Ach, der hat ja Schilde. Gut, dann schieße ich die halt in den Pappes. Ist da noch einer? Es ist aber gut hier. So, was müssen wir jetzt hier machen? Ich habe gerade nur Semi zugehört. Warte mal, ich muss mal gerade panzerbrechend aktivieren. Wir gehen erstmal hier rein. Schön geschmeidig gehen wir hier rein. Computerkonsole. Wöchentlicher Leistungsbericht. Sergeant Parker. Das gesamte Personal der Basis hat alle Formalitäten durchlaufen. Integrationsprotokolle wurden erfolgreich aktualisiert. Pistolenmagazin. Ich meine, wir haben auch Glück, dass wir hier sowas Gutes finden. Da meine Kollegen? Ich finde das jetzt ein bisschen unfair, ne? Ihr nehmt hier die coolen Wege und ich... Ach, da ist noch einer. Golfkomitee besiegt, Commander. Sieht aus, als hätten wir das Kontrollzentrum gefunden. Gib mir Deckung. Ich werde es hacken. Verdammt, das wird eine Weile dauern. Commander, Feinde nähern sich und wir können nicht warten. Jemand muss die Verteidigung deaktivieren. Liara. Liara, ich zähle auf Sie. Sofort. Achtung, Commander, Sie werden gleich angegriffen. In Sachen Technik macht ihr niemand was vor. Kein Problem, Cortez. Verschwinden Sie von dort. Warte, bis Sie alles gesichert haben und teile dann der Einsatztruppe. Warnung! Warnung! Sicherheitsalarm! Leite Notfallabriegelung ein. Shepard, die Kanäle nach draußen sind gestört. Setzen Sie nur Ihre Verteidigung außer Gefecht. Den Rest kümmern wir uns später. Bam! Junger Freund. Du bist auch verwundet. Immer auf den Fuß. Ja, James, das war gute Teamarbeit.
Wenn... Shepard, der Befehl zum Shutdown muss synchronisiert werden. Verteidigungssystem deaktiviert. Allgemeiner Befehl 7-7 ausgelöst. Notfallverteidigung aktivieren. Flugdeck sichern. Shepard, größere Truppenbewegungen Richtung Landeplatz. Dann müssen wir genau da. Ach nein. Der hat ja wieder ein Schild. Warte. Oh. Ja, war wohl anders geplant, my friend, was? Fress, Granate! Ich weiß nicht, was da war. Ich habe einfach mal sicherheitshalber eine Granate geschmissen. Seht ihr das? Ich lerne. Mittlerweile benutze ich schon öfters Überlastung. Contess, ich höre Sie. Bitte komm. Das sind Sie, Herr Kommander. Ich musste erst die Störung überwinden. Gebiet gesichert. Signalisiere der Einsatztruppe. Moment, die Scanner zeigen etwas an, das in Ihre Richtung kommt. Oh nein. Annäherungswarnung. Setze bewaffnete Gegenmaßnahmen ein. Shepard, Achtung! Jäger. Die Einsatztruppe kann nicht landen. Geben Sie alles, was Sie haben. Besiegen Sie den Atlas. Wie gut, dass man den Schatten sieht. Verletzt? Nur kleinere Wunden. Ich habe Ihr Leuchtgeschoss gesehen und die Einsatztruppe informiert. Sie ist unterwegs und wird die Kontrolle über die Station übernehmen. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ich komme und hol Sie raus. Dankeschön. Das war aber jetzt ein einfacher Auftrag. Das war ein wichtiger Sieg, Commander. Ein schwerer Schlag gegen Cerberus-Aktionen in diesem Sektor. Jetzt müssen wir die Anlage nur unter Kontrolle behalten. Das wird Cerberus uns nicht leicht machen. Wir Ihnen aber auch nicht. Dank Ihnen können wir Ihre Verteidigung gegen Sie einsetzen. Ihr Team hat gute Arbeit geleistet, Commander. Sie sollten stolz sein. Danke, Sir. Das ist alles. Hackett, Ende. Das ist alles. Hackett, Ende. 10.000 Credits. Ja, ich spare jetzt erstmal ein paar Credits. So... Allianz hat mehr Streitkräfte gewonnen. Das ist schön. Ex-Cerberus-Mitarbeiter. Ex des unbekannten Extremer wurden verließen fähige Agenten Cerberus. Sie haben ihre Hilfe gegen die Reaper angeboten und wollen alles tun, was sie können. Erfreulich. Konfliktgebiete. Was war das jetzt eigentlich? So ganz verstehe ich diese Karte hier noch nicht. Muss man hier irgendwie was machen? Kriegsaktivposten. Hat das hier irgendeine wirkliche Bedeutung? Muss ich hier auf irgendwie was... Muss ich da irgendwas machen? Ich blicke da irgendwie noch nicht so ganz durch. Kann mir da vielleicht irgendjemand von meinen Zuschauern eine nähere Erläuterung bringen? Weil bisher sagt mir das gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Außer, dass da... Sie haben neue Nachrichten. Die Anzahl von Truppen stehen. Die Hoffnung lebt. Erdnot Bakara, Commander, ich schreibe Ihnen aus dem Kelpik-Tal auf Tuchanka. Ich wünschte, Sie könnten sehen, was hier los ist. Kroganer vom gesamten Planeten strömen hierher. So viele, dass ich sie längst nicht mehr zählen kann. Sie alle haben die Nachricht gehört. Wir sind endlich frei. Die Zeit der Leiden ist vorbei. Nie wieder werden Kroganerinnen Angst haben müssen zu gebären. Nie wieder werden sie den Schmerz und die Sorgen fürchten, die dabei auftreten können.
Ich weiß zwar nicht, was das Schicksal letztlich mit meinem Volk vorhat, aber ich verspreche Ihnen, dass Sie Ihre Entscheidung an uns zu glauben nicht bereuen werden. Wir werden die Reaper nicht nur wegen des Ruhmes bekämpfen, sondern weil wir wissen, dass wir nach dem Sieg eine Zukunft haben. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, Tuchanka zu bereisen und jene Worte zu verkünden, die fast 2000 Jahre lang kein Kroganer mehr gehört hat. Es besteht Grund zur Hoffnung. Das verdanke ich Ihnen, Commander, und ich werde es niemals vergessen. Die Hoffnung lebt. Let the hope rise against.